baut man sich eine Existenz auf? Und wie gehe ich so eine Auswanderung oder ein Leben im Ausland überhaupt an? Um all das geht es in diesem Muttersprache-Podcast. Neben vielen Infos rund um das Thema Auswandern gibt es hier im Podcast Interviews mit Menschen, die diesen Schritt schon erfolgreich gemacht haben und diesen Traum bereits leben. Mein Name ist Monique Menesi und ich bin sogar mehrfach Auswandererin und mehrfach Unternehmerin. Und ich helfe Menschen bei diesem Schritt, sich beruflich erfolgreich im Ausland aufzustellen. Und hier geht's gleich in die nächste Folge. Viel Spaß, deine Monique. Herzlich willkommen zum Muttersprache-Podcast mit einer neuen Episode nach der Sommerpause. Und wir reisen heute mal wieder nach Florida. Und zwar geht unsere Reise nach Jacksonville zu der Julia Paul. Und die Julia ist eine treue Podcast-Hörerin und die hat mich während unserer Sommerpause einfach mal angeschrieben und hat mir ganz viel zu ihrer Geschichte geschrieben. Aber bevor ich dazu mehr verrate, weil die erzählt sie uns nämlich selber. Ja, herzlich willkommen, liebe Julia. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Erzähl uns erstmal, wo du bist und was du da so machst, also was dich da so hingebracht hat. Und dann starten wir die Story einfach nochmal vom Anfang. Okay, klar. Also mein Name ist Julia. Ich bin 34 Jahre alt und bin hier im Norden von Florida, in Jacksonville oder ein bisschen südlich von Jacksonville, ein bisschen in between St. Augustine und Jacksonville, ein bisschen auf dem Land, wo es sehr heiß ist, aber die Palmen sind um mich herum, sodass es sich immer anfühlt wie Urlaub. Ja. Also. Ist wirklich schön hier. Ich hab einen guten Spot erwischt. Erzähl doch mal, was ist denn überhaupt deine Verbindung zu Amerika? Wann ist deine Liebe oder die Sehnsucht auszuwandern für dich überhaupt entstanden? Ja, ich würde sagen, das hat so 2001, würde ich sagen, ist genau der Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwann mal möchte ich unbedingt mal in die USA, nicht unbedingt hier leben, aber auf jeden Fall mal hier für längere Zeit hinkommen und die Kultur mir anschauen, die Sprache lernen. Und hier gibt es so viel zu sehen, auch mal rumzureisen. Und 2001 habe ich das erste Mal San Diego besucht, weil meine Tante dort für ein paar Jahre gewohnt hat, weil mein Onkel da beruflich hinversetzt wurde. Und dann hat sie mir Tickets geschenkt, dass ich sie während meiner Sommerferien mal besuchen konnte für 2 Wochen. Und das war... Wie alt warst du da? Bist du da noch in die Schule gegangen? Oder? Ja, das war... da war ich 13. Ich glaube, da war genau der Punkt von 6. zu 7. Klasse. Also noch relativ klein und ich bin das erste Mal alleine geflogen. Und das ist ja ein ziemlich langer Flug. Also und dann gleich hier nach Kalifornien, yeah. San Diego, wo wir leben. Ja, das war ein Abenteuer mit vielen Stops in between. Frankfurt, glaube ich, war einer. Und ich glaube dann Frankfurt, LA. Und LA ist ja ein Riesenflughafen. Und dann sind wir von LA nach San Diego gefahren. Mit dem Auto, was ja ungefähr so 2 Stunden, glaube ich, hatte das gedauert. Länger, als ich gedacht habe. Weil nach so einer Reise war ich natürlich komplett müde. Aber ja, San Diego war wunderschön. Also der absolute Hammer. Weißt du noch, wie lange du hier warst? Ich glaube, es waren 2 Wochen. Mhm. Ja, 2 Wochen länger wäre, da hätte ich zu Hause zu doll vermisst. In dem Alter. Ja, das glaube ich. Aber kannst du dich noch so erinnern, was so deine Impressionen waren, mit was du nach Hause gekommen bist? Ich denke mal, da waren wahrscheinlich auch alle ganz neidisch, dass du alleine die Tante in Kalifornien besuchen durftest. Ich kann mich nicht an viele Details von meinen Freunden erinnern, aber
meine Tante, ich habe meine Tante immer besucht in den Ferien, so gut wie ich konnte. Sie hatte dann in München gelebt, bevor sie nach Kalifornien gezogen ist. Also hatte ich wirklich jede Ferien, war ich mindestens eine Woche bei ihr. Also meine Freunde wussten, dass meine Tante eine wichtige Rolle in meinem Leben spielt. Was ich von dem Besuch mitgenommen habe, das wird doof klingen, aber sie hatte ein Haus, zwei Etagen, und eine Treppe, die mit diesem amerikanischen dicken Teppich belegt ist. Und ich habe diese Treppe geliebt. Ich weiß nicht warum, aber das für mich war total amerikanisch, dass dieser flauschige Teppich auf der Treppe war. Bis heute würde ich super gerne irgendwann mal ein Haus mit einer Treppe und Teppich haben. Aber sie hatte natürlich auch einen Pool im Garten, wunderschönes Haus. Wir haben immer gegrillt draußen. Sie hat mich nach Disneyland genommen und nach SeaWorld. Das war natürlich also für jemanden in dem Alter war das natürlich total verrückt, weil sowas gibt es ja in Deutschland nicht. Super schön. Also, Und dann das bist würde du ich sagen. zurück und hast gesagt, da muss ich wieder hin. Da muss ich mal hin. Ich habe angefangen, amerikanische TV-Series zu gucken, um die Sprache zu lernen. Friends war ist meine Lieblingsserie noch heute. So habe ich Englisch sprechen gelernt, würde ich sagen, noch mehr als in der Schule. Immer mit Untertiteln und irgendwann ohne Untertitel. Hat super geholfen. Ja, und dann habe ich einfach gesagt, irgendwann mal komme ich dahin. Wie auch immer, aber ich muss hier hin und muss es für mich alles selber entdecken und die Leute kennenlernen. Und weil ich meine, man wusste natürlich damals schon, Amerikaner, die sind total herzlich, wenn auch oberflächlich manchmal, aber super herzlich, also total anders als Deutsche natürlich, die immer ein bisschen Und griesgrämiger ich sind. finde das spannend, dass du sagst, das auch aus Kinderaugen, ne? Also wir nehmen das ja oft als Erwachsene so oberflächlich wahr, aber als Kind nimmt man das wahrscheinlich doch noch mal anders wahr, dass man wirklich willkommen ist und gesehen wird und dass es so positiv und nett ist. Und ein Kind macht sich, glaube ich, gar nicht, also Teenager kann man ja so ungefähr sagen, macht sich aber nicht Gedanken darüber, dass das oberflächlich und nur kurzweilig sozusagen ist, ne? Nee, das hat man auf jeden Fall gemerkt, den Unterschied zwischen Amerikanern und Deutschen. Ja. Und dann bist du zurück, hast deine Schule weitergemacht und war immer der Traum da, da gehe ich jetzt mal irgendwann wieder hin zurück. Ja, auf jeden Fall. Erst natürlich habe ich überlegt, ein Austauschjahr zu machen in der 10. Klasse. Das war mir dann aber irgendwie noch nichts, weil ich noch, ich weiß nicht, ob ich einfach noch nicht bereit war, mich so von Mama und Papa abzukoppeln für so eine lange Zeit. Und dann natürlich auch die finanzielle Lage. Also so ein Austauschjahr ist ja wirklich teuer. Also ich hatte ein paar Freunde, die das gemacht haben, aber das war eigentlich nicht wirklich im Rahmen des Möglichen für mich. Und ich weiß nicht, ob ich das durchgehalten hätte auch. Ja, und dann war noch die Option, ein Au-pair-Jahr zu machen, nach dem Abitur. Und da habe ich mich dann eigentlich wirklich von der 11. Klasse bis zum Abitur darauf vorbereitet und meine Kinderstunden gesammelt als Leichtathletiktrainer. Ich habe Leichtathletik gemacht, von der 7. Klasse an bis zum Abitur. Und dann habe ich ein paar Praktiken gemacht in meinem alten Kindergarten, in der Vorschule, um halt diese Stunden zu sammeln. Man musste einen Führerschein haben, also habe ich den Führerschein gemacht. Das ist ja schon ein ganz schönes Commitment, ne? Wenn man das so alles macht, so auch über einen langen Zeitraum, also dann muss das ja schon ein ganz schön ein großer Wunsch gewesen sein von dir. Ja, auf jeden Fall. Also es hat wirklich lange, lange Vorbereitungen gebraucht, um dafür bereit zu sein. Aber die Erfahrung war einzigartig. Also ich kann es nur
nur empfehlen, auf jeden Fall. Und dann bist du, hast Abitur gemacht, hast dich dann beworben um einen Au-pair-Platz. Und wie ging es dann weiter? Dann wurde ich mit einer Gastfamilie gematcht, so heißt es. Und die waren in Potomac, Maryland, was eine super schöne Gegend ist, die vom Klima, würde ich sagen, sehr ähnlich wie Berlin ist. Also die haben vier Jahreszeiten. Also von da war das nicht wirklich ein großer Schock, würde ich sagen, als ich dann da angekommen bin, weil es war relativ ähnlich zu Berlin-Wetter. Und die hatten zwei Mädchen, die 3 und 6 waren. Und auf die habe ich dann ein Jahr lang aufgepasst, zur Schule gefahren, zu den Activities, weil die machen ja so viele Activities, die Kinder hier. ja, und ich bin auch immer noch in Kontakt mit der Familie. Und die Mädels sind mittlerweile fertig mit der Highschool und sind jetzt im College, was total verrückt ist. Wahnsinn, ne? Kannst du dich noch so erinnern, was so der erste krasse Kulturunterschied war, als du dann so dich eingelebt hast und deine Rolle eingenommen hast, wo du wirklich so dachtest, puh, das ist hier mal aber ganz anders als das, was ich kenne. Kannst du dich da noch an so ein paar Sachen erinnern? Kultur fällt mir jetzt nichts ein, aber wir hatten eine ganz schwierige Phase am Anfang, als ich hingekommen bin mit den Kindern, weil ich erst das zweite Au-pair war. Und die hatten noch nicht wirklich das Verständnis, dass jedes Jahr wirklich jemand Neues kommt, was natürlich total traumatisch ist für Kinder in dem jungen Alter. Und die hatten sich wirklich gerade erst an das erste Au-pair gewöhnt, was auch eine Deutsche war. Und natürlich waren die dann total verwirrt und hatten wirklich lange gebraucht, um sich an mich zu gewöhnen, weil das einfach eine schwierige Situation ist, sich umzustellen auf jemand Neuen. Also ich glaube, es hat wirklich einen Monat gedauert, bis wir uns irgendwie aneinander gewöhnt hatten und eine Routine für uns hatten. Und in der Zeit hatte ich auch überlegt, wieder zurückzugehen, weil es einfach so schwer war. Die hatten mir so die Hölle auf Erden gegeben, was natürlich nicht deren Schuld ist, weil das sind Kinder, die wissen nicht, was los ist. Aber dann hat mich meine Mama ermutigt, das durchzuhalten, weil ich so lange darauf hingearbeitet habe, Ja, dieses klar. Austauschjahr zu machen. Und dann hat sie gesagt, also wenn du jetzt hinschmeißt, dann nee, geht nicht, du kommst nicht nach Hause. Und war das so, Basically. war so diese amerikanische Kultur von Anfang an für dich vertraut oder gab es schon so Dinge, hört man ja auch oft von Austausch oder Au-pairs in amerikanischen Familien. Ich meine, ich denke, so im Einzugsgebiet Washington ist es nochmal anders, als wenn man wahrscheinlich so im mittleren Westen oder so irgendwo ist oder in etwas ländlicheren, abgelegenen Gegenden. Aber was war so der größte Kulturschock da für dich? Die waren super normal. Ich weiß nicht. Ich hab wirklich in den Goldtopf gegriffen mit denen. Der Papa war Zahnarzt. Der hat mir auch meine Weisheitszähne rausgenommen. Sehr nett. Und sie hat für ich glaube, eine Insurance Company gearbeitet. Die waren, ich weiß nicht, total normal und super caring und haben mir probiert, das alles so leicht wie möglich zu machen. Weil sie natürlich auch angewiesen waren auf Childcare, weil sie beide gearbeitet haben. Also die waren wirklich super, super freundlich. Wir hatten keine Schwierigkeiten miteinander. Schön, so soll es ja auch eigentlich sein, ne? Und ich meine, das zeigt ja auch mal wieder, dass es auch sowieso ein so großes Land ist, wo es eben auch alles gibt, ne? Wo es Mentalitäten gibt, die der europäischen ähnlich sind und komplett vielleicht eher konservativ und alles dazwischen, ne? Also das darf ja auch durchaus sein, dass man sich aufgehoben und wohlfühlt, vielleicht aber auch, weil du
sehr schnell dich in dieser amerikanischen Kultur wohlgefühlt hast, sonst wärst du ja, glaube ich, auch gar nicht mehr hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Die haben mir wirklich alles, was sie konnten, haben sie gemacht, damit das Jahr ein Erfolg für uns alle wird. Also für die Kinder und für natürlich mich und die Eltern. Also ich hätte keine bessere Familie mir aussuchen können. Schön. Und als Ja. es dann zurückging, wie war das? Das war nicht einfach, weil ich 4 oder 5 Monate bevor ich zurück musste, hatte ich meinen Ex-Mann kennengelernt. Und dann war natürlich nach Hause gehen nicht unbedingt mein Favorit. Aber mit der Aufenthaltsgenehmigung, dann darf man natürlich nicht länger bleiben. Also bin ich dann wieder nach Hause. Wir haben Long Distance gemacht für, ich glaube, anderthalb Jahre, 2 Jahre. Er hat das College hier angefangen. Ich habe in Berlin gearbeitet. Und dann hat er mich besucht ein paar Mal in Berlin. Was hast du gearbeitet in Berlin? Also bist du zurück und hast dann direkt angefangen zu arbeiten oder wie war das? Nicht direkt. Meine Mama musste mich ganz schön treten, weil ich wieder mich in das deutsche Leben einzufinden, hat ein bisschen gedauert, weil ich natürlich, mein Herz war in den USA bei meinem Ex-Mann. Und dann wusste ich aber nicht, wann ich wieder zurück kann. Also musste ich mich irgendwie wieder probieren zu integrieren, wenigstens vorübergehend. Und das hat, Ja, du wolltest halt nicht in Deutschland sein. Das war das ja, Problem, ne? Und dann will man sich richtig. natürlich auch nicht auf irgendetwas Langfristiges einlassen, wie eine Ausbildung oder ein Studium oder Richtig. eine Schule, ne? Du hast dich Ja. wahrscheinlich davor gewehrt, dich da zu binden, weil eigentlich wollte dein Herz eben ganz schnell wieder zurück in die USA. Ganz genau. Und das war keine leichte Zeit für meine Eltern und ich. Ich war keine gute Tochter in der Zeit. Ganz, ganz schlimm. Ja, War ich ich meine, auch du immer noch warst auf verliebt. Das amerikanischer kann man Zeit, ja aber auch, das kann man ja auch verstehen, ne? Dann ist einfach ja. das Herz größer als die Vernunft. So sollte Auch, es eigentlich ja. auch sein, ne? Ja, total. Aber wenn ich so zurückblicke, denke ich mir, Mann, das hätte ich mir auch sparen können. Dieser ganze Konflikt mit dem Arbeiten oder Studium, wenn schon nicht Studium oder Ausbildung, dann wenigstens arbeiten, dass ich auch zum Haushalt dazugebe und Ja, aber du warst Anfang Geld sparen 20 kann. oder so, ne? Oh Das war ja. dann, ja, ich meine, das ist Ja, natürlich es war nicht meine erste Priorität, auf keinen Fall. verständlich. Das heißt, dein Ziel Ja. war so schnell wie möglich wieder zurück in die USA. Und Ja. welche Mittel hattest du da? Oder so aus eurer Perspektive heraus, wie habt ihr euch das dann so vorgestellt? Die erste Möglichkeit war ein Studentenvisum. Aber das hat nicht funktioniert. Ich hatte mich zweimal beworben gehabt und bin auch zur Botschaft gegangen. Aber das hat nicht geklappt. Das hatten sie abgelehnt. Und dann mussten wir natürlich wieder von Null starten. Weißt du noch, warum die das abgelehnt haben? Weil normalerweise, wenn du studierst, sollte es ja kein Problem sein, Studentenvisum zu bekommen. Der Sponsor, den ich hatte, das war eine ältere Frau, die alleine gelebt hat. Die hatte einen Brief geschrieben, wo drin stand, dass ich ihr im Haushalt helfen kann. Aber das ist wohl nicht der Sinn von einem Studentenvisum, weil der Sponsor ist da, um dich zu unterstützen und nicht der Student unterstützt dich. Sie hat es gut gemeint. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eh irgendwann zusammen sein, dann heiraten wir halt früher. Ui, was haben denn deine Eltern gesagt? Die waren kein Fan.
Nee, das glaube ich. Ich wäre auch kein Fan, wenn meine Tochter damit um die Ecke käme. Natürlich war das der absolute Horror. Und sie waren kein Fan, aber sie haben sich auch nicht in den Weg gestellt, sondern haben mich machen lassen. Und dann haben wir das durchgezogen. Und nach 6 Monaten kam dann das Visum. Und dann im Januar 2010 habe ich dann meine Koffer gepackt und meine Kartons. Und bin dann nach Florida. Und dann hat man ja 90 Tage nach Einreise, um dann offiziell zu heiraten. Und das haben wir dann auch gemacht. Mit einer ganz kleinen Zeremonie. Ja, und dann ging das Eheleben los. Und ihr hattet ja noch gar nicht zusammen gelebt oder wart längere Zeit eigentlich so am Stück zusammen. Nee. Was hast du denn dann gemacht? Also hast du dann dort angefangen zu arbeiten oder was war dann so deine Zukunftsplanung? Du hast dann die Green Card gekriegt, nehme ich mal an, ne? Die, ich glaube, das ist Conditional Green Card oder so, ne? Ist die, Genau, nach der Heirat kriegst du die Conditional Green Card für 3 Jahre. Und dann nach 3 Jahren, wenn du die erneuerst, dann geht die Condition weg. Dann ist es eine ganz normale Green Card. Also der Plan war auf jeden Fall, dass ich zur Uni wollte. Ich wusste noch nicht genau, was ich studieren möchte, aber ich wollte auf jeden Fall studieren. Aber bis dahin musste ich erst auf meine Arbeitserlaubnis warten und ich habe auch erstmal ein Jahr meine Residency etabliert, damit die Schule nicht so teuer ist und ich nicht Out-of-State-Tuition bezahlen das muss muss. man kurz erklären. Das wissen nämlich, glaube ich, viele sogar im Land oft nicht, dass wenn man in einem Staat wohnt, in deinem Fall wie jetzt Florida, und du möchtest dann an einer Universität in Florida studieren, zahlst du weniger, als wenn jemand zum Beispiel aus Kalifornien in Florida studiert. Und das, dafür musst du aber mindestens ein Jahr dort quasi resident sein, gemeldet sein, dass du da sozusagen in den Genuss kommst von nicht vielleicht 60.000 im Jahr, sondern ein bisschen günstiger, aber wahrscheinlich immer noch unfassbar teuer, oder? Immer noch teuer, ja, auf jeden Genau. Fall, aber wesentlich weniger. Ja, also bis ich dann am College angefangen habe, habe ich dann erstmal gearbeitet. Mein erster Job war beim Costco Wholesale. Sowas wie Metro, würde man sagen. Genau, ja. Und dann hatte ich in der Bücherei gearbeitet. Nur Bücher wegsortieren, ganz einfach. Und ja, den Rest habe ich zu Hause verbracht und die Wohnung aufgeräumt, mit zu Hause telefoniert. Ich bin ganz viel gerannt draußen. Gab es mal sowas wie Heimweh dann da? Du hattest ja noch nicht so deine Rolle, deine Position irgendwie gefunden. So wie sich das anhört zumindest. Gab es da mal so Momente, wo du gedacht hast, oh Gott, was habe ich jetzt hier gemacht? Jetzt fehlen mir doch Freunde, Eltern. Nein, nicht wirklich. Nee. Kann ich mich nicht daran erinnern. Ich war so fokussiert, unbedingt mit meinem Mann zusammen zu sein und auf die Uni zu gehen, da hat mir das kein Heimweh irgendwie gebracht. Hat sich angefühlt wie zu Hause eigentlich. Also ich war angekommen sozusagen. Und natürlich bin ich immer wieder zurück nach Deutschland und hab meine Freunde besucht, und meine Familie. Also ich habe einfach probiert, meinen Fuß zu fassen. Und das hat so viel Energie gekostet, dass dafür Heimweh eigentlich gar Mhm. Ist keine auch Zeit so. war. Man hat Ja.
So viel zu tun am Anfang auch, ne? Das ist gerade, wenn du dich dann auch noch beruflich orientierst, fängst du ja in einem komplett neuen System an. Das fängt ja schon an, wie bewirbt man sich für Universitäten? Welche Abschlüsse werden anerkannt? Wo kriege ich eine Krankenversicherung her und einen Handyvertrag? Und ne, das sind ja so viele Dinge, die einem so gar nicht klar sind, wie kompliziert das einfach ist, wenn man nicht aus diesem Land kommt, ne? Das ist ja so vieles zu bedenken und zu lesen und zu recherchieren. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass du da ziemlich busy mit warst. Wann Ja, war so der und Moment, wo du so wusstest, wo es lang geht? ja, und ich meine, ich hatte Glück, dass mein Mann war, hat gerade an der Uni angefangen und der war natürlich, der weiß, wie das alles funktioniert. Das heißt, ich hatte immer jemanden, der, falls ich irgendwas nicht wusste, konnte ich nachfragen. Und auch seine Familie, die super unterstützend war. Also ich hatte da schon ein gutes Support Network sozusagen um mich herum in nächster Nähe. Natürlich waren meine Eltern auch da, aber die wussten natürlich nicht, wie alles funktioniert. Dann hast du angefangen zu studieren. War das so gleich ein Volltreffer? Hat dir das von Anfang an Spaß gemacht oder war das völlig anders, als wie du dir das vorgestellt hast? Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also ich habe meine ersten 2 Jahre an so einem Community College gemacht, weil das nochmal ein bisschen preiswerter ist als an der Uni. Aber ich war überrascht, dass die ersten 2 Jahre eigentlich nur der Stoff war, den ich am Gymnasium gemacht habe. Also es war eigentlich nur Wiederholung von Sachen, die ich schon wusste. Nur halt auf Englisch. Das ist der Associate dann wahrscheinlich, oder? Das Genau. erste. Ja, das sagt man ja immer, ne? Dass so die Highschool ist so ungefähr vergleichsweise wie Realschulabschluss und das Community College oder so, diese ersten 2 Studienjahre sind dann, gehen dann eher so ein bisschen in Richtung Abitur und vermutlich sogar noch ein bisschen low-leveliger als das, was zum Beispiel ein Abitur in Bayern oder Baden-Württemberg oder so ist, ne? Ja, das war überraschend. Aber das war natürlich trotzdem gut, weil ich dadurch die englischen Begriffe nochmal dazugelernt habe. Also das war so das, wo ich sehr überrascht war, dass das so einfach ist. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum so viele Leute nicht das College schaffen, weil das war ja so einfach. Aber ich wusste natürlich auch, dass die Highschool in den USA wesentlich anders ist als in Deutschland. Für viele in meinen Kursen war das Material zum ersten Mal, hatten sie das gehört. Und ich saß dann immer da, wie, echt? Das hatte ich Ja, vor und dann 3 Jahren sind das schon aber so mal. andere Sachen, ne? Also dass ich meine, ich habe ja auch 2 Kinder hier in der Schule, eins schon aus der Schule, aber eins ist noch in den letzten Zügen, aber dafür lernen die natürlich ganz andere Dinge oft, ne? Also die sind dann, können besser sich, ich sage jetzt mal, vor Gruppen stellen und reden und ne, Public so speaking, ja. Workshops und viel mehr Selbstbewusstsein und so ein bisschen dahin gehen, wo sie sich mal ausprobieren möchten. Ne? Viel, viel wird im Sport natürlich auch gemacht oder in der Oh ja. Kunst oder sowas. Ne? Also da ich glaube, man kann da schwer sagen, besser, schlechter. Ich glaube, es ist einfach anders. Ne? Und da wird auf andere Ja. Dinge Der Schwerpunkt ist anders, Schwerpunkt ja. gelegt. Ja. Ja. Und dann bin ich nach den 2 Jahren auf die Uni gegangen. Und da war dann natürlich der Schwerpunkt genau mit dem Major. Ich weiß nicht, wie man das sagen würde auf Deutsch. Wirklich der Studienzweig, den Ja, man ich wählt. glaube. Dass dann da die Kurse halt mehr speziell sind für genau den Studiengang, den du dir ausgesucht Was hast hast. du studiert? Der Studiengang hieß Nutrition and Dietetics, was das
Das nächste, was ich von Deutschland her kenne, ist Ernährungswissenschaften. Aber dieses Dietetics ist auch mehr auf Nutrition Counseling spezialisiert. Also der Studiengang hat den Science-Hintergrund von Nutrition und dann auch nochmal den Counseling-Zweig sozusagen in einem So Studiengang zusammen. Ernährungsberater oder Genau. meine Schwester ist ich glaube, die ist sogar staatlich geprüfte Ernährungsberaterin, Diätassistentin oder so. Komisch heißt das in Deutschland noch. Das habe ich dann zu Ende gemacht. In dem letzten Semester hatten wir so eine Capstone-Class, was immer so ein Kurs ist, wo dir vorgestellt wird, was du mit deinem Degree machen kannst. Für mich kam das ein bisschen zu spät, weil ich fand keine von den Optionen, die uns da gesagt haben, für mich passend. Und dann habe ich halt mir überlegt, na, es ist jetzt zu spät, meinen Major zu wechseln, weil ich habe nur noch ein paar Semester. Und dann habe ich das halt zu Ende gemacht. Und dann gleich 2 Monate, nachdem ich den Abschluss hatte, hatte ich dann auch meinen ersten Big Girl Job in einer Medizintechnikfirma. Wow. Weißt du noch, was das Kriterium war, warum die dich genommen haben? So gleich vom College oder von der University aus? Ich kannte jemanden da. Okay, ja. Ich hatte bei Costco mit jemandem gearbeitet, der da angefangen hatte. Und sie ist nach Tampa gezogen und brauchte eine Replacement für sie. Und dann hatte sie an mich gedacht und hat dann mein Resume weitergeleitet und hat gesagt, die ist gut. Und dann hatte ich mein Interview. Und dann haben sie mich genommen. Das war echt, echt Glück. Aber das ist trotzdem auch so amerikanisch, ne? Also du kannst 150 Bewerbungen online verschicken, hörst null und kennst einen, der mit deinem Resümee in die Personalabteilung geht und sagt, die ist gut und zack, hast du den. Das passiert sehr oft hier in den USA. Deswegen sage ich ja immer Networking, Networking, Networking. Das ist einfach und auch sagen, was man will. Ne? Also wirklich sagen, ich brauche einen Job und oder ich suche das und das. Und das ist hier in den USA gar nicht doof, wenn man sowas macht, ne? Weil das ist der perfekte Einstieg dann. Wie lange bist du dann bei der Firma geblieben? Ich glaube, ich war da ein bisschen über 4 Jahre, also Wow. wirklich, wirklich Ja. eine lange Zeit. War wirklich ein super Einstiegsjob für mich. Ich habe so viel gelernt. Ich habe wirklich gute Erinnerungen an den Job und ich habe auch immer noch Leute, die da arbeiten, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe. Also das war wirklich eine super, super erste Erfahrungen nach dem Studium. Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch oft nicht mehr so selbstverständlich, ne, dass man gleich einen Job kriegt. Viele müssen erstmal zig Internships machen mit der Hoffnung, dass man dann aus diesem Internship geheiert wird in eine feste Position, ne? Also das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Und dann bist du in den nächsten Job gegangen und dann lief es aber privat nicht mehr so richtig rund, oder? Nee, also bevor ich die erste Firma verlassen habe, da hat es schon ein bisschen gekriselt in der Ehe. Und das, ich glaube, 2017 war dann die Scheidung offiziell. Und ich habe das erste Mal alleine gewohnt, was total schön war. Hattest du damals so den Gedanken, okay, jetzt gehe ich wieder zurück, jetzt hält mich hier irgendwie nichts oder? Vor der Scheidung, ja. Vor der Scheidung war mal, ich glaube, so ein halbes Jahr, wo ich mit meinen Eltern gesprochen habe und gesagt habe, wäre ja eigentlich schön, wenn ich mal wieder in Deutschland wäre, weil was ist, wenn Enkelkinder kommen? Und ich wollte nicht, dass meine Eltern nicht Teil von ihren Enkelkindern sind.
Also das war wirklich schon ein ganz ziemlich serious Gespräch mit meinen Eltern, weil die dann auch schon nach Wohnungen geguckt hatten. Aber dann in der Zeit hatte das dann schon angefangen mit der Ja, Ehe, vielleicht dass war das es auch schon so ein bisschen so eine Suche nach, wie kann ich hier einen Exit kriegen, ne? So. vielleicht, ja. Aber das habe ich dann abgesagt, weil mir war klar, es gibt keine Enkelkinder. Und dann habe ich mich halt auf meine Karriere konzentriert. Und dann, ja, irgendwann kam halt die Scheidung. Es war unvermeidlich. Und zum Glück waren da keine Kinder. Es hat es einfacher gemacht. Und dann, ja, war ich. Wie ist das, wenn man dann so fremd im anderen Land ist und dann so erstmal auf sich alleine gestellt ist? Ich meine, dass du warst ja immer von Beginn an eigentlich mit deinem Mann hier und er war ja quasi auch der Grund. Und wie ist das dann, wenn man alleine in diesem Riesenland für sich ist als Frau? Ja, also ich hatte keine Probleme, weil ich habe ein wirklich gutes Netzwerk von Freunden und ich habe auch noch die Familie von meinem Ex-Mann sozusagen behalten dürfen, weil er war nicht so familienorientiert mit seiner Familie und dadurch hatte ich noch den Support von seiner Familie. Also ich war nie alleine, alleine. Ich hatte immer jemanden, auf den ich mich verlassen konnte, wenn ich mal irgendwas gebraucht habe. Aber ich meine, ich war super independent. Ich brauchte nichts. Ich hatte ein Auto, eine Wohnung. Ich hatte genug Geld, um Miete zu bezahlen und um Essen zu bezahlen. Also brauchte ich nicht wirklich irgendjemanden. Ich hatte alles, was ich brauchte. Also war das jetzt nicht irgendwie schlimm, dass ich auf einmal alleine war. Es war eher eine Erleichterung. Ja, und dann hatte ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und wir sind zusammengezogen, ich würde sagen, ein paar Monate nachdem wir uns kennengelernt haben, was ziemlich schnell ist. Aber der ist mein absoluter Prinz. Ja, Ich habe, manchmal ich. muss man einen Umweg nehmen, um dahin zu kommen, wo man hingehört, ne? Das ist Ja, ich, manchmal so. manchmal muss ich mich noch zwicken, dass jetzt wirklich, dass ich ihn habe. Das ist manchmal. Es ist noch so magisch, dass er zu mir nach Hause kommt. Oh, wie schön. Das ist aber eine tolle Liebeserklärung. Und ihr ja. lebt aber immer noch in Jacksonville und du hast derweil aber auch nochmal dann, ja, wie du sagst, an deiner Karriere gearbeitet. Was machst du da? Für wen arbeitest du? Beziehungsweise was machst du jetzt? Jetzt mache ich sehr ähnliches, was ich auch bei der ersten Firma gemacht habe in der Medizintechnik. Aber jetzt arbeite ich für eine Medizintechnik, die ihren Hauptsitz in Deutschland hat. Was total super ist, weil ich natürlich mit denen super kommunizieren kann, entweder Deutsch oder Englisch. Und die sind da auch super dankbar für, weil natürlich Deutsch für die viel einfacher ist. Klar. Und ja, das ist echt, ich habe echt wieder Glück gehabt mit dem Job hier. Den habe ich auch wieder bekommen, weil ich jemanden kannte. Here we are. Ja, Networking again. Und ja, jetzt arbeite ich von zu Hause, was auch total super ist. Und ich mache genau das, was ich in dem anderen Job lernen wollte, aber kein Platz war zu der Zeit oder keine Notwendigkeit. Und dann habe ich halt jetzt diesen Job gefunden und die sind super mit mir zeigen, was ich alles noch machen kann und was ich lernen kann. Und die schmeißen mich einfach so rein in Projekte und sagen, du machst es schon. Ah, Und oh, toll. dann ist es so eine
eine kleine Challenge. Und es ist genau das, was ich gebraucht habe in dem anderen Job, was ich da nicht bekommen habe. Und jetzt lerne ich wirklich jeden Tag neue Sachen. Und ich kann zu Hause arbeiten. Ja, toll, ne? Fehlt Ja. dir schon so das in zur Arbeit gehen oder ist das so deine Form? Ich meine, ich glaube ja, dass man das gar nicht so für sich vorher die Frage gestellt hat, ne? Was für ein Typ ist man zum Arbeiten? Ja, das war gar nicht, kam gar Das war nicht ja gar irgendwie nicht als Frage. negotiable. Ja. Man ist in die Firma gefahren und jetzt erst seit Covid Ja. hat man ja quasi die Möglichkeit in vielen Firmen, dass man das auch entscheiden kann. Möchte man zurück oder möchte man oder Hybrid oder so? Und jetzt denkt man ja Ja. erstmal so darüber nach, was taugt ja eigentlich besser für mich, ne? Ja, und es ist witzig, weil am Anfang, als wir von zu Hause arbeiten mussten, fand ich das ganz schrecklich. Und es hat ein paar Monate gedauert, bis ich mich daran gewöhnt hatte. Dann hatte ich mich daran gewöhnt und dann war es blöd, als sie gesagt haben, okay, jetzt kommt er wieder zurück. Und da habe ich gesagt, ach Mensch, das ist aber doof. Es war so schön zu Hause. Und dann war ich halt wieder im Office. Aber jetzt, die haben gar keinen Platz in dem Office, wo wir gerade sind, für unser ganzes Team. Also müssen wir von zu Hause arbeiten. Ja, ich glaube, das ist auch so der Weg der Zukunft, ne? Dass es Büroräumlichkeiten gibt, wo man so zu Meetings mal zusammenkommt, aber dass die Leute im Prinzip individuell arbeiten und man hat ein oder Connecting-Punkte sozusagen, in denen man ist. Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied jetzt der deutschen Firma zu vorher der amerikanischen Firma, so aus deiner Sicht? Wir werden nur einmal im Monat bezahlt. Ah, stimmt, ja, Das war das eine stimmt. Umstellung. Weil vorher habe ich immer zweimal Checks bekommen im Monat und jetzt ist es nur einmal. Das stimmt, ja. Aber dafür hast du bestimmt auch mehr Urlaub, oder? Nee, den Echt? Urlaub Das ist aber ein schlechter Deal. ja, habe ich auch gesagt. Und Feiertage sind auch nicht an Nicht den die Deutschen Deutschen? angepasst. Das Nein. auch, also das ist aber schlecht, also. Ja. Ja, ansonsten ist es sehr amerikanisch noch. Viel, ja. Das war mit der Bezahlung war das der größte Unterschied, den ich jetzt gemerkt hatte. Was total silly ist. Aber wenn du seit, weiß ich nicht, 8 Jahren arbeitest und zweimal im Monat bezahlt wirst, ist es dann schon ein bisschen anders, wenn du nur einmal im Monat Ja, bezahlt total. Ich hatte das andersrum. wirst. Als wir in die USA gekommen sind, habe ich so gedacht, jetzt hier monatlich, ne? So in meinem ersten Job hier, das war schon irgendwie komisch, ne? Ja. Aber gibt es auch so von der Kultur etwas, wo du öfter mal so ins Schmunzeln gerätst oder zwischendurch mal so denkst, huch, das ist jetzt hier anders, das ist so typisch deutsch oder so. Ich meine, du bist ja auch sehr jung aus Deutschland weggegangen, ne? Und Ja. kannst wahrscheinlich jetzt das auch nochmal aus einer anderen Brille auch sehen, dass du wieder zurückguckst auf die deutsche Mentalität und Kultur. Ja, ist schwierig, weil ich habe halt die Jobs, die ich in Berlin gemacht habe, das war ja wirklich nur so Regale einräumen beim Reichelt. Oder ich hatte bei einer Bäckerei gearbeitet. Also jetzt nichts irgendwie, wo man in einem Büro irgendwie mit Leuten zu tun hat. Also es ist für mich schwer zu vergleichen. Was ich vergleichen kann, ist, wie die Menschen sind im Allgemeinen, würde ich sagen. Jetzt nicht unbedingt in einer Arbeitssituation oder Umgebung, sondern wirklich, wie sind die Menschen einfach drauf. Und ich meine, immer wieder, wenn ich nach Deutschland komme, krieg ich oft einen Schreck,
griesgrämig die Deutschen Und so hektisch, ne? Also wir sind. waren jetzt gerade in Deutschland und kamen in München am Flughafen an und das Erste, was wir machen wollten, war ein schönes Brötchen zu kaufen am Bäcker am Flughafen. Und wir standen da und die schrie uns förmlich an, bitte schön, was wollen Sie denn? Und wir so total überfordert mit dieser Vielfalt, ne? Wo man erstmal so guckt und sagt, was nehme ich denn, was möchte ich denn? Und hinter uns, die wurden schon alle ganz hektisch, weil wir, und das war echt so, wir waren voll gestresst, nur vom Brötchen kaufen. Ja, da kann ich auch mich daran erinnern, dass das einfach, dass ich weiß nicht, das ist ein bestimmtes Gefühl, wenn ich dann selbst am Flughafen ankomme, ist es schon so wieder so, oh, okay, jetzt muss ich mich wirklich an die Regeln halten. Kein Augenkontakt, bloß nicht irgendjemandem nach irgendwas fragen, weil ich bin dann nur eine, weiß ich nicht, ich störe die in ihrem Leben. Wenn ich auch nur irgendwas sage Gestört, genau. und hier ist es, die fragen dich die ganze Zeit, wo du schon denkst, so, ach, okay, jetzt reicht's, I'm okay, like, don't keep Ja, asking. oder ein Kompliment oder irgendetwas, ne? Ja, aber das habe ich lieber als dieses deutsche Muffelige, Ja. wo man immer denkt, man stört jemanden. Ja, das stimmt. Also das, genau. Also dieses, man stört, man ist nicht erwünscht, man ist lästig so, ne? Das ist so, ja, kann ich total nachvollziehen. Julia, wenn du mal so auf deine Auswanderung guckst, was würdest du sagen, war so die größte Hürde, so die schwierigste Sache, die du so hattest? Und was war auch so der größte Win für dich im Leben? Ich würde sagen, die größte Hürde war am Anfang von meinem Au-pair-Jahr, wo ich wirklich kurz davor war, das Handtuch hinzuschmeißen, weil ich so Schwierigkeiten mit den Mädels hatte, und nicht irgendwie mir vorstellen konnte, dass das sich irgendwie wieder einrenkt, dass wir uns aneinander gewöhnen. Das war wirklich ganz schwierig. Ich glaube, ich war mit meiner Mama am Telefon die ganze Zeit, wo die Kinder nicht im Haus waren. Weil ich hatte, glaube ich, nicht erwartet, dass da so eine Transition stattfindet zwischen dem vorherigen Au-pair und dann mir. Ich habe gedacht, das geht super einfach. Warum ich das gedacht habe, weiß ich nicht. Aber ich habe mir vorgestellt, dass das einfach ist. Die wachen auf, die mögen mich und wir haben ein tolles Jahr miteinander. So war das natürlich nicht. Aber ich bin wirklich froh, dass ich das durchgehalten habe und dass meine Mama gesagt hat, du kommst nicht nach Hause, sondern du bleibst und du figurst es irgendwie aus. Du musst Kämpft sich es da durch, durchziehen. ne? Du, ja. Ja. Ich würde sagen, vielleicht war das auch einer genau der größte Win für mich, auch dass ich nicht gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr, ich muss zurück nach Hause, sondern ich mache das jetzt. Und ich meine, alles, was danach kam, okay, die erste Ehe ging in die Brüche, aber alles, was danach kam, ich habe eigentlich kein Bereuen über irgendwas, was passiert ist. Alles, was in den letzten Jahren oder seit ich hier bin, passiert ist, hat mich hierher gebracht, wo ich jetzt bin. Schön. Und ich würde nicht woanders sein wollen. Ich bin genau Oh. hier, wo ich hingehöre, auch wenn Mama und Papa das traurig machen wird. Das stimmt, aber Florida kann man ja auch gut hinkommen, ne? Also das ist Ja. ein schöner Altersruhesitz und solange die noch mobil sind, ja auch ein schönes Ziel zum Hinreisen und den Oh Winter da ja. verbringen und so. Aber Ja. schön, ich meine, wer kann das heutzutage im Leben sagen? Ich bin genau da, wo ich sein möchte. Ich lebe genau das Leben, was ich leben möchte. Und das ist ja wieder, das macht mich ja wieder ganz glücklich. Und dann weiß ich, warum ich diesen Podcast auch mache, weil das ist doch die Botschaft zu sagen,
Das ist nicht einfach. Da muss man manchmal die Zähne zusammenbeißen und manchmal auch wirklich so einen Weg gehen, der ja mal steinig ist. Aber wenn ich das schaffe, da die Steine auch mit viel Kraft aus dem Weg zu räumen, dann liegt da drin auch ganz viel Chance. Und das so zu sehen, finde ich großartig, weil das finde ich eben auch wichtig, dass man sein Leben so in die Hand nimmt. Und ja, dann darf auch mal zwischendurch was nicht gelingen. Und dann darf auch mal eine Scheißphase wie eine Scheidung, war bestimmt nicht einfach, ne, da auch drin sein. Aber wirklich zu schätzen wissen, wäre das alles nicht gewesen, wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin. Ne? Und das ist es ja, worum es quasi geht, ne? Dass du jetzt in dem Moment so dein Glück gefunden hast. Toll. Ja, alles, was passiert ist, sollte passieren. Ja, das war auch wirklich das, was ich so aus deiner E-Mail gelesen habe, warum ich gesagt habe, die schreibe ich jetzt mal an. Das klingt total Ja. inspirierend, ne? Also wirklich so dieses, da bin ich jetzt und ich habe meinen Traummann, ich habe einen super Job, ich bin genau da, wo ich gerne sein möchte und ich habe ein Netzwerk und das hat für mich wirklich gut funktioniert. Was würdest du Menschen so mitgeben? Also jetzt sind nicht alle so mutig und so zielstrebig und so fokussiert, die Dinge so zu erreichen, wie du sie jetzt ja für dir so aufgebaut hast, sondern bei vielen liegt es ja wirklich daran, sie wissen nicht genau, wo gehe ich hin, was kann ich machen, wie fange ich überhaupt an? Was würdest du da so raten oder wo würdest du sagen, fang da mal mit an? Könnte mal ein guter Startpunkt sein. Ja, also bei mir hat es angefangen mit einer Freundin, die dieses Au-pair ja gemacht hatte. Und die war dann mein Ansprechpartner sozusagen für alles, was ich dann planen musste für meinen Austausch. Also würde ich einfach sagen, wenn da jemand ist in deinem Leben, der was gemacht hat, was du dir auch vorstellen kannst, häng dich an den ran Ja, und saug alles großartig. Wissen auf, was er dir geben kann, damit du super vorbereitet bist auf alles das, was auf dich zukommen könnte. Genau wie, ich meine, deswegen habe ich dich auch angeschrieben, weil ich wollte, dass meine Geschichte hoffentlich inspirierend genug ist, um jemanden vielleicht genau diesen letzten irgendwie Stups. Stups zu geben, genau, um das zu, Ja. was auch immer du machen möchtest, dass du dann sagst, okay, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Ja, und so ist es auch. Und ich hoffe auch, und wenn es wirklich einer ist, ne, also das ist immer so mein Ziel, wenn es einer ist, den wir damit abholen und der sagt, boah, toll, das hat mir nochmal Mut gemacht oder so. Das macht mich dann ganz glücklich. Und ich Ja. kriege auch ganz viele Zuschriften. Und für mich ist ja auch aus dem Podcast so viel entstanden, dass mich das richtig glücklich macht zu sehen, dass Menschen plötzlich ihre Zukunft auf den Weg bringen. Ich habe viele, die in meinem Female on Fire Programm anfangen, dadurch ihr Business aufzubauen, weil sie einfach sagen, das hat mich so mitgerissen, dass ich kann ja was. Ich habe ja Talente und ist ja auch egal, wo ich das mache. Ich kann ja mein Business starten oder ich kann auswandern. Da Ja. gibt es immer einen Weg, ja. Also es gibt immer, wenn man das will, auch einen Weg. Und wenn wir sozusagen immer wieder nur Vorwände uns einreden, sind das eigentlich die Limitierungen und die Glaubenssätze, die wir uns selber noch manifestieren und verstärken, und das nimmt uns noch viel, viel mehr des Mutes weg, als die einmal so zu überwinden, ne? Das hast du gut gesagt, ja. Ja, genau so ist es. Sehr inspirierend, liebe Julia. Und wo findet man dich? Wo kann man dich anschreiben, wenn man mehr über dich erfahren möchte? Ich habe nicht wirklich Social Media, aber meine E-Mail. Sonst schreibt uns an und dann leiten wir es an die Julia weiter. Also wenn ihr Ja. Feedback geben wollt, schickt uns eine E-Mail an monique@meetus.us und dann schicken wir das an die Julia und vielleicht hat noch der eine oder andere eine Frage und dann stellen wir
dir die und dann kannst du die beantworten. Ja, Klar, vielen, sehr vielen, gerne. vielen Dank, liebe Julia, für deine Zeit und für dieses, für deine Geschichte, dass du die mit uns teilst und mit den Zuhörern teilst und weiter so. Wir sind gespannt, was noch so kommt. Danke, das war richtig cool. Liebe Grüße nach Jacksonville. Danke. Tschüss. Tschüss.